So, hallo Leute. Heute zeige ich euch diese Technik, mit der ihr die negative Energien umwandeln könnt in eine positive, erfreuliche Energie. Und zwar mit negativer Energie meine ich die Energien, die dich einfach belasten, die dir einfach nicht mehr gut tun. Und das ist Angst und Schmerz und Scham und Einsamkeit. Und im Bedrücktsein und Ängstlichkeit, Anxiety und Wut, Rage. All diese Dinge, die du loswerden willst, zeige ich dir jetzt in der Technik. Und ich fange sofort an. Also, du nimmst deine Hände vor deine Brust, ja, und du sammelst das, was sich in deinem Körper festgelegt hat oder in deiner Aura, in deinem Energiefeld, ja, in deinen Emotionen, in deinen Gedanken, in deinem spirituellen Körper. Ja. Du sammelst die Dinge hier auf deinen Händen, vor deinem Herzen. Ja. Sammle all die Angst und die Einsamkeit, sammle die Wut und das ganze dunkle Chaos, den Schmerz. Und fühle es. Wenn du es fühlen kannst, ist schön. Wenn nicht, ist auch nicht. Funktioniert genauso. Wisse einfach, dass du es tust. Aber vielleicht fühlst du es ja. Ja, fühle. Bring es raus aus deinem Körper. Bring es raus aus deinem Energiefeld. Ja, bring es raus. Oh ja. Bring es auf deine Hände. Wie als hättest du so einen nassen, alten, schmutzigen Sack auf den Händen. So, oh, dann, oh. Ich mache das so, dass du es gleich mitmachen kannst, ja? Mach's gleich mit. Bring's raus auf deine Hände. Also du kannst es auch später machen, aber du kannst es auch gleich mitmachen. Deswegen machst du es auch in der Länge, wie es für dich okay ist, das zu machen. So kannst du gleich mitmachen. Ja, sammle alles, bring's raus. Oh. Ja, den Ärger und den Groll, die Zweifel, die permanenten Selbstzweifel. Bring sie raus. Die Schuldgefühle. Das Selbstmitleid. Bring's raus, die Wut, den Ärger, den Groll. Halt's nicht mehr fest. Wozu? Lass gehen und bring's hier raus. Bring sie raus. Bring den Schmerz raus. Du bist jetzt bereit dazu. Tu's. Und dann, wenn du soweit bist, wenn du alles rausgebracht hast, hier. Oh, ja. Alles hier auf deinen Händen ist, vor deinem Herzen, dann lässt du aus deinem Kronenchakra, halte deine Hände, dann lässt du aus deinem Kronenchakra hier, ein bisschen runter, hier, lässt du ein goldenes Licht durchkommen von oben, ein goldenes Licht, einen fetten goldenen Lichtstrahl, sprudelndes Licht, hier durch deinen Körper und aus deinem Herzen heraus lässt du diesen goldenen Lichtstrahl, dieses goldene Licht, in diesen dunklen Sack, in diesen dunklen Energie hineingehen, in diesen dunklen Ball. Und du verwandelst mit diesem goldenen Licht, der aus deinem Herzen heraus strömt, strahlt, saftiges goldenes Licht. Damit verwandelst du den dunklen Sack, den dunklen Ball in den goldenen Ball. Und das tu jetzt. Ja, herrlich goldenes Licht, sprudelnd. Ja, du stellst damit deine Unschuld wieder her. Ja. Ja, lass goldenes Licht, lass es, ja, erfüll das Ganze und merke, spüre oder stell es dir vor, wie,
Das Dunkle sich in deinen Händen verwandelt in einen goldenen Ball, in einen goldenen Energieball, ein goldener Energieball. Und dann, wenn du soweit bist, wenn der Ball vollständig gold ist, vollständig, und du hast jetzt auf deinen Händen einen goldenen Ball, und das fühlt sich ganz anders an, viel leichter und sprudelnd vielleicht, aber auch wenn du das nicht fühlen kannst, du hast diesen goldenen Ball, stellst dir einfach vor, stellst dir vor. Und du hast die Energie, die also dunkle Energie umgewandelt in goldene Energie, in lebensspendende Energie. Und jetzt hast du einen Haufen Energie hier auf deinen Händen. Und damit kannst du etwas tun, was du willst. Du kannst es entweder in deinen Körper streichen, vielleicht an eine Stelle, die dir schmerzt oder wo du merkst, du brauchst die Heilung. Oder einfach streichst du es in dein Energiefeld. Oder du pustest es, diese Energie, in ein oder mehrere Projekte deiner Wahl, vielleicht in aktuelle Projekte, die du gerade betreibst, ja, oder das Projekt deiner Gesundheit oder dein Charakter, oder du hast ein Projekt, so wie ich zum Beispiel meine Trommelschule, ja, und sagst, okay, ich wünsche mir hier noch mehr das, so, ja. Oder du kannst auch diese Energie nehmen und das in die Welt bringen. Für die Welt oder für eine einzelne Person außerhalb von dir, ja? Oder deinem Tier, ja? Du hast hier jetzt Lebensenergie. Wow, wow. Und damit kannst du was tun. Für dich. Oder für andere. Und das Pusten, das kannst du so machen. Pustest es, ja, du verteilst es in deine Projekte oder du verteilst es in deiner Aura, indem du dich bewegst. Ja. Das mache ich mal eben. Ja, du verteilst es, yo, 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 verteilst es, yo, yo, ding, 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 ja. Yes, 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 yes. Das ist es. So, das war's schon. Es hat mir Freude gemacht, das für dich zu tun und dir das zu zeigen. Wenn du Fragen hast, schreib mir einfach. Und ich wünsche dir viel Spaß bei deinem Tag. Ich bin's, Ingo Gutmann.